Ey, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir machen mit dem Casino eh noch Cash. Wir holen dem das jetzt einfach für die Story, damit er auch immer dann mit seinem Wohnwagen da auf dem Parkplatz ist. Also wir lassen ihm das kaufen, klar. Ganz ehrlich, wir holen ihm eh kein Geld für Waffen und so. Wir haben morgen eh wieder dann 10 Racks. Das Casino wirft immer 4.000, 5.000 ab jeden Tag. 5.000, 6.000 oder so manchmal auch. Stell dir vor, Rüd rennt jetzt durch mit dem Geld. Ja, er wird das jetzt kaufen müssen. Ich werd ihm auch sagen, dass er das kaufen muss. Oh nein. Entschuldigung für die Verspätung. Rüd? Ja, haben Sie wenigstens Vaseline mit dabei, Blät, damit ich nicht komplett gefickt werde. Rüd, steh auf. Bringen Sie es zu Ende. Ich habe eine Überraschung für dich. Herr Präsident, bringen Sie es bitte zu Ende, Nachhol. Steh mal auf jetzt, komm. Zieh dir was an. Wollen Sie es stehen machen oder was? Zieh dir was an. Wir gehen jetzt was kaufen. Was wollen wir denn kaufen? Was wollen wir denn diesmal kaufen, Blät? Was gibt's denn noch, was noch schlimmer als ein Fahrrad, als ein Roller, als ein wir Fahrrad fahren jetzt oder was, Blät? Nein, wir fahren jetzt zum Bauhaus. Wir holen dir jetzt erstmal einen Schlafsack. Das ist doch schon mal was. Ist das gerade Ihr Ernst? Ja. Hallo, bleiben Sie stehen. Was denn? Nein, du bleibst hier drin. Nein, wir gehen jetzt einen Schlafsack holen. Was ist denn los? Sag mal. Was will ich mit einem Schlafsack nachholen? Schlafen. Ich kann auch so schlafen. Ich brauche keinen Schlafsack und ich brauche nichts von ihm. Kommen Sie mich was? Gleich aus. Wollen Sie mir jetzt Ihre dicken Autos präsentieren oder was? Ich habe mir einen Porsche geholt. Sein Name ist Rio. Ja, alles klar, Herr Präsident. Tschüss. 820 PS. Hallo, komm mal zurück jetzt. Das ist was für dich. Ja, Porsche, wer bin ich, sag mal, dass hol ich dir einen Porsche, bin ich Jeff Bezos sein Onkel geworden auf einmal, dass ich dir einen Porsche kaufe. Komm mal hallo, her, stell dich guten hin. Abend. Guten Abend, ich wollte meinen Porsche abholen. Bleib. Guck mal hier durch den Katalog, siehst du den allerersten Wagen? Hallo? Ja. Siehst du den allerersten Wagen? Der allererste Wagen ist bei mir ein Sportwagen nachholen. Okay, entspann dich mal, so war das gar nicht gemeint. Geh mal auf Vans. Bist du bei Vans? Ja, da. Siehst du den Surfer? Ein Moment. Ja, da. Und wie gefällt er dir? Natürlich den rostigen, ne? Nicht, dass du mir jetzt hier den lackierten holst. Können Sie mich bitte zurückfahren, Herr Präsident? Warum denn? Rüd? Ja. Was hältst du denn vom Journey? Ein Wohnwagen. Ja. Das wäre schon was Cooles, oder? Ich finde den Camper ganz cool, Blät. Ja, der Mann in den Arsch findest du den Camper ganz cool. Wer bin ich? Sag mal, bin ich Scheich Al-Qaeda geworden oder was? Aus Dubai, dass ich kann dir das Camper holen. Entspann dich mal. Guck dir mal den Journey an. Er wird noch aufgearbeitet oder bleibt er so nachholen? Warek, du kannst doch darüber schnaufen. Sei doch froh, du liegst da mit Ratten auf einer siffigen Matratze und du beschwerst dich darüber, dass der aufgearbeitet wird. Willst du mich verarschen? Ich geb Finger, du willst ganze Hand haben nachholen. Dann geh, leg dich rein auf diese versiffte Matratze. Ja, dann fahren Sie mich zurück nachholen. Bist du nicht zufrieden damit? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das ernst meinen, Blech. Ja, den könntest du dir denn? Ich würde dir den kaufen. Welchen würden Sie mir kaufen? Den Journey. Der ist aber ziemlich teuer, Blät. 9.000. Du weißt, ich habe 15.000 auf der Bank. Woher soll ich wissen, was Sie auf der Bank haben, Blät? Ich habe 15.000 aus der Bank. Das ist keine Lüge. Den würde ich dir dann tatsächlich kaufen im Dezember. Im Dezember? Genau. Und, freust du dich? An Weihnachten, dann ist auch Geld da, dann hast du nicht so viel. Herr Präsident, ich gehe selber arbeiten. Da bis Dezember kann ich mir auch selber bestimmt irgendwie einkaufen, Blät. Alles gut. Fahren Sie mich einfach zurück. Komm mal mit, Blät. Fahren Sie mich einfach zurück. Komm doch mal her. Wenn Sie mich jetzt bitte zurückfahren, ich möchte auch gar nicht mehr hier sein, Blätter. Ich passe hier nicht rein nach. Ich stehe irgendwas mit Premium Deluxe Motorsport, Blätter. Das ist, glaube ich, nicht. Hallo. Kauf dir den Wohnwagen. Kauf dir den Wohnwagen. Ich will nicht, dass meine Freunde sind obdachlos. Kauf dir den Wohnwagen. Präsident. Du kannst auf dem Casino-Parkplatz leben. Du musst auch keine Parkgebühren bezahlen. Du kannst da machen, was du willst. Alles gut, Rick. Alles gut, du musst nicht weinen. Kauf dir den. Alles gut, du kannst dir den kaufen. Kauf dir den. Du bist jetzt ein freier Mann. Du kannst leben, wo du willst. Herr Präsident, ich hab bloß das Verlangen, diesen Typen da kaputt zu schlagen, der da steht, Blät. Nein, bitte mach das nicht. Hol einfach den Wohnwagen. Ich freu mich ganz so sehr. Alles gut. Ich wollte dich nur etwas ärgern, die letzten Tage. Du weißt, ich will dich niemals auf der Straße lassen. Jetzt holt der Auto für 1.000 und steckt sich 8 rein. Oh, der ist er hier. Und? Aua! Tut mir leid, Herr Präsident. Steigen Sie ein, Blatt. Das ist so schön. Endlich wieder ein Zuhause, Rüd. Steigen Sie ein, Blatt. Whippy, whippy! Steigen Sie ein, Herr Präsident. Yeah, auf super. Geht's, Herr Präsident.
Endlich, Ruiz, du hast ein Leben zurück. Schau dich um die Tür aus, Citrin. Guck mal, da hinten kannst du dich sogar hinsetzen. Du hast eine kleine Kusche sogar da hinten. Guck mal. Wow. Mach das Auto nicht kaputt. Der Präsident? Ja? Sie sind mein bester Freund, Blech. Natürlich bin ich jetzt dein bester Freund, Ruiz. Herr Präsident und Ruiz wie immer, Blech. Herr Präsident! Ja, Ruiz. Schau Sie, weil ich die Kurve nehme, Blech. Ich bin dich, Ruiz. Wow. Das ist mein Auto nach Hui. Wir fahren zum Würfelpark, Blatt. Wir zeigen am Würfelpark mein Auto nach Hui. Die sollen alle staunen, Blatt. Richtig. Und sie ist sehr stolz. Ruiz bringt mich alle hier hinten, Blatt. Auf geht's nach Hui. Herr Präsident, wir können auch hinten starten, wenn Sie wollen. Gut, entspann dich. Weißt du, was das heißt jetzt? Du musst nicht mehr auf der Straße leben. Du kannst leben, wo du willst. Du willst heute in Sandyshow schlafen. Du schläfst in Sandyshow. Du willst am Stadtwerk schlafen, du schläfst am Stadtwerk. Du willst an dem Pier schlafen mit Strandausblick. Boom! Du kannst schlafen mit Strandausblick. Ja, das stimmt, Blatt. Alles. Kann ich auch bei Ihnen schlafen, vielleicht mal eine Nacht? Tamam, willst du mein Apartment auch haben im Casino? Willst du mein Casino haben? Ich schenk dir Casino, komm, ich gebe dir noch die Schlüssel. Willst du meinen Arsch auch haben? Ja, nein, das. Ja, tut mir leid, Blatt. Ich werde ein bisschen meinen Film nachholen. Ich freue mich gerade einfach zu sehen, Herr Präsident. Natürlich kannst du auch mal bei mir schlafen. Herr Präsident? Wo ist der Würfelpark, Blatt? Dreh um. Einfach umdrehen, geradeaus. Echt super schön. Danke dir für Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Blatt. Können Sie vielleicht ein paar Frauen kurz anrufen, damit wir eine Party starten hinter dem Wohnwagen? Nee, das ist jetzt nicht so, glaube ich, für die Frauen jetzt so. Also, guck mal, das ist toll jetzt, dass du hast das. Du kannst dich hinten hinlegen, schlafen. Aber das ist jetzt nicht... Und pass auf wegen dem Blitzer. 80 darfst du nur fahren. Präsident? Ja? Kommen Sie ein Joint dran, Blatt? Was? Joints, Blatt. Ich hab grad das Verlangen nach einem Joint nachholen. Nee, nicht am Steuer. Du willst doch nicht dein Führerschein jetzt verlieren. Du musst jetzt den geraden Weg gehen. Du bist jetzt gekommen weg von der Straße. Ja, ich werd's versuchen, Blatt. Wow, die werden alle staunen. Schauen Sie mal, Herr Präsident. Oha, guck mal, wie die gucken alle. Ja, schauen Sie mal. Hallo. Hey, langsam, Blatt. Einen Moment. Hallo. Schauen Sie, mein neuer Wohnwagen. Was ist das denn für ein Crack-Mobil? Das ist mein neuer Wohnwagen, Blatt. Einmal aussteigen. Schauen Sie mal! Alter, die machen gerade mal ein Interview hier, Alter! Ich bin Olaf Stadtmann in der City, Alter! Steigen Sie ein, Blatt! Meine neue Wohnwagen! Alle beleidigen Sie! Steigen Sie ein, Blatt! Alle beleidigen Sie! Der Arme ist nur stolz, alle kommen beleidigen, denn der andere will den... Hallo! Ja, was ist los, Blatt? Aussteigen! Das ist mein neues Auto, ich bin vom Präsidenten! Hier, mitkommen! Warum verkackt ihr mein Interview, Alter? Erzähl uns einmal bitte schön, warum sind Sie der Meinung, hier mit Jungs reinzufahren, wo ganz viele Menschen sind? Und zwar, ich kann euch das sehr gut erklären. Filmen Sie bitte in den Wagen hinein, damit man mich aufsehen kann. Natürlich. Mein Name ist Ayodel Ulike, Stopp, ich muss das Mikrofon. Jetzt. Ja, hey Leute, geht mal zur Seite. Rüd, setz dich mal rein, wir sind hier in einem Interview, bitte sehr ruhig. Setz dich rein, wir sind mit dem Wohnwagen ein. Hallo, bitte, ich würde gerne das Interview machen. Ja, bitte. Okay, Moment, wir müssen das wieder stoppen. Kannst du mir die Fresse halten, du Drecksbulle? Du gehst mir richtig auf den Sack. Ich will seit 20 Minuten hier ganz kurz ein Interview halten. Halt deine scheiß Fresse, du gehst mir richtig auf den Sack. Ich sag die ganze Zeit, du sollst die Fresse halten, weil ich ein Interview machen will und du gehst mir auf den Sack, dass ich hier aussteigen soll. Es reicht doch. Hallo, das ist der schönste Moment meines Lebens. Seid jetzt alle leise, bitte. Seid alle leise, Blatt! Mach das Interview nach euch! Mach das Interview! Okay, warte mal, ich muss wieder das Intro und ich muss die Frage wieder stellen. Stoppen Sie bitte, ich muss den Ton mal hier stellen. Wahnsinn, hier so? Jetzt so, fahren Sie jetzt den Wohnwagen vom Bürgersteig. Ja, nach dem Interview vom Präsidenten, Blatt! Passen Sie auf, wenn Sie mit dem Präsidenten reden, ist mir scheißegal, seien Sie leise jetzt! So, hallo Breaking News, heute bei Wieso News. Hier treffen wir einen Mann mit den blonden Haaren und mit einem Passagier drin in einem alten Wohnwagen. Hallo, ich bin der Rüd! Wir haben hier fast 200 Menschen überfahren und wir wollen jetzt gerne wissen, wie sie dazu gekommen sind. Guten Abend, mein Name ist Herr Ulike. Mein Name ist Ayodel Ulike. Ich bin von der Bahnhofsmission hier in Los Santos. Tatsächlich haben wir es heute geschafft, erfolgreich einem Menschen, der obdachlos war, ein neues Zuhause zu schenken.
Und es ist diese Wohnwagen. Diese Menschen neben mir, sein Name ist Ruud, hat es tatsächlich nach 6 Jahren Obdachlosigkeit geschafft, ein neues Zuhause zu finden. Wir konnten ihn mit Spenden und Spenden natürlich auch aus dem Diamond Casino, Casino und Resort ermöglichen, und diesen Wohnwagen zu erwerben. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das schaffen konnten. Ich bin gerade mitten im Interview, Blair. Jetzt sehen Sie weiter. Und Ruud, was sind denn deine Gefühle aktuell? Sehen Sie, Herr Polizist, jetzt gerade bin ich im Interview. Also, meine Gefühle sind, ich bin so, seien Sie leise, ich rede gerade. Ich bin so unglaublich fröhlich, Blair. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Und die Luft anhalten. So, ja, der jetzt Herr mit dem blonden Haaren, wie heißen Sie denn überhaupt? Hallo, mein Name ist Ruud Vladislav und ich bin der beste Freund vom Präsidenten Blatt. Er hat mir heute diesen Wohnwagen geschenkt, Nachhol. Und ich bin seitdem der glücklichste Mensch dieser Welt. Nachdem er mich mehrmals gefickt hat, Nachhol, mir alles genommen hat, hat er mir heute ein Riesengeschenk gemacht, Blatt. Also wie müssen wir das denn verstehen? Wortwörtlich gefickt oder Herr Vladislav, steigen Sie aus oder es kommt ein Bußgeldverfahren. Dann okay, pissen Sie sich nach. Okay, wir fahren weiter. Alles gut, Freddy, nein, bitte. Park hier irgendwo. Park mal hier, genau. Was wollte ich? Ich hab keinen Führerschein, Blatt. Der Präsident, ich hab keinen Führerschein. Okay, sieh durch. Ja, das hallo. Das Mikrofon hat eine integrierte Kamera. Schönen Abend noch, ja? Und ich wollte es nochmal sagen, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und der Präsident ist der beste Mensch auf dieser Insel hier. Vielen Dank. Wir holen Menschen weg von der Straße. Geh nicht zur Seite. Ganz kurz, warten. Hey, wollt ihr Heroin haben? Random, das war knapp, Herr Präsident. Hä? Wartet mal, ganz kurz. Herr Präsident, warum haben Sie das so für die Öffentlichkeit gemacht? Dass jetzt jeder weiß, dass ich obdachlos war nach. Das ist toll, weil jetzt sieht man, dass du ein Businessman langsam bist. Fahr mal zum Casino. Ja, aber das sah eher so aus, als ob Sie nur Werbung für sich selbst gemacht haben, dass Sie mich, armen Mann, jetzt... Ja, nein, das ist, interessiert mich doch gar nicht, was die Publicity dazu sagt. Mir geht es doch nur darum, dass es dir gut geht. Ja, warum haben Sie das dann erwähnt, dass ich obdachlos war? Ja, weil das eine schöne Geschichte ist, Ruud. Ich finde schon, dass es eine schöne Geschichte ist. Aber haben Sie gesehen, wie die alle gestaunt haben, Blatt, als ich mit dem Wohnwagen gekommen bin? Ja, die haben alle geguckt. Oh, der hast Polizist du eine, der war eifersüchtig, gesagt... Blatt. Der hat gesagt, steig aus, der wollte den selber haben. Ja, der war eifersüchtig, der Polizist, deswegen. Fahr doch geradeaus, warum fährst du da lang, Ruud, bitte? Ja. Fahr nach rechts jetzt. Bitte, Ruud, bitte. Hallo, weg da. Ich dachte, ich bin ein Eskler. Hallo, entspann dich. Weiter geradeaus, nicht da lang, rechts. Du, Jerv. Ja, alles klar. So, nee, du fährst komplett falsch. Hab ich gesagt, Casino-Parkplatz? Ja, sie haben gesagt, ich könnte hier... Nee. Fahr mal zurück hier raus, bitte, wieder. Warum, Blä? Hör mal raus, bitte. Können wir ja nicht merken, so ein cracky Dings. Das verscheucht ja nur unsere Kunden. Mach mal die Dings durch. So, ja, wohin soll ich fahren? Nach rechts? Geradeaus? Sag mal, ist das Auto so langsam oder drückst du einfach nicht aufs Gas gerade? Ja, das Auto ist, glaube ich, nicht so schnell, Blä. Ja, okay, jetzt nach rechts. So. Was wollen wir, Herr Präsident? Merkst du da hinten die Scheune dann da drin? Was meinen Sie? Ja, willst du in der Scheune gehen oder willst du hier im Wohnwagen schlafen? Scheune? Also wie du willst, ne? Das ist dir überlassen. Meinten Sie nicht eben, ich könnte auch bei Ihnen schlafen, ab manchmal, Blatt? Ja, komm dann. Komm, geh auf den Parkplatz. Du kannst deinen Wohnwagen auf dem Parkplatz stehen lassen und da leben, wenn du willst. Und du kannst auch heute vielleicht bei mir schlafen. War wirklich, Herr Präsident? Nein, aber auf dem Parkplatz mit deinem Wohnwagen. Ja, das ist auch in Ordnung. Okay. Hier ist dein Stellplatz. Hier hinten? Genau. Soll ja keiner sehen, dass hier irgendwelche Kriegssüchtigen bei uns leben, ne? Ja, meinen Sie nicht, dass vorne ist mehr Licht, Blatt? Da brauche ich die Lichter auch nicht anzumachen im Auto. Wieder ist Licht. Ja, da vorne, ja, bei dem Eingang vorne ist viel mehr Licht, Blatt. Du willst unbedingt auf Krampf in diese Parkplatz schlafen, ne? Ja, komm ab, ich mach die Tür auf, komm. Stell dir vor, wir nehmen jetzt den Wohnwagen und parken ihn 1:1 genau in diesem Wasser. Danke für alles. Kein Problem. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Herr Präsident. Ja. Sie können sich auf jeden Fall jetzt eine Sache merken, Blatt. Egal was sein sollte, egal was, Blatt. Ich würde für Sie sterben, da? Ich habe das nicht gemacht, weil ich was erwarte, sondern einfach... Weil Sie ein großes Herz haben, Blatt. Ich habe das direkt am ersten Tag in Ihren Augen gesehen, Nachhol, als Sie mir gesagt haben, ich soll meine Kollegin abknallen, Nachhol. Ich habe das wegen dir gemacht.
Ich weiß es, Herr Präsident. Ich weiß das, Black. Sie haben mich zu einem starken Mann gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich wusste, der Kollege wird dir eines Tages ein Messer in den Rücken machen. Und das wollte ich dir ersparen. Und deine Frau damals, warum ich dir die ausgespannt habe, ich wollte dir zeigen, dass sie untreu ist. Deswegen habe ich sie gefickt im Hotel. Ach, das weißt du noch gar nicht. Also, wie sie haben... Wie sie... Moment. Warte mal. Nee, Moment. Also, das war nur... Moment. Wie sie haben sie? Pass auf, guck mal. Das war, ich habe das nur gemacht, damit du siehst, dass sie untreu ist, weißt du? Deswegen, ich habe das gemacht. Deswegen, ich hatte was mit ihr. Ja, sie hätte mir das auch zeigen können, ohne sie anzupacken, Blair. Nee, weil dann hast du mir das nicht geglaubt. Jetzt hast du Beweis. Du weißt, alles nur zu dem Guten. Ja? Die ist doch eh Schnee von gestern. Ja? Darum geht's doch gar nicht, Blair. Sie haben mit ihr geschlafen nach. Wir haben ihren... Ja, aber das war ja nur, damit ich dir das zeigen kann. Ne? Und du wusstest ja auch, dass die auf mich... Und das war ja auch nicht deine Frau, sondern du standest nur auf die. Aber die stand halt auf mich. Ne, das ist halt... Gut, dann lass uns mal... schließ den ab. Dann haben sie auch... Ja, haben sie reingespritzt, Blatt. Nein, das spielt auch hier nicht zur Rolle, ja? Sind Sie sicher, Nachui? Weiß ich nicht. Ich war auf Xenis. Okay. Guten Abend. Willkommen im Diamonds Casino Resort, Black. Zu den Nein. Spielautomaten geht es nach rechts, Black. Das ist falsch, wie du hast das ausgesprochen. Bitte komm, du machst mal Laden kaputt. Du machst mal Ladenbruch. Steh mal auf, komm, geh mal bitte. Komm. Ich fand das richtig cool hier, Black. Wow. Wir haben ein richtig schönes Casino, Herr Präsident. Hier ist gerade zum ersten Mal nach. Vielen Dank. Ach, du weißt noch, ach stimmt, ich hab dich gar nicht reingelassen, ne? Nein, sie wollten ihr Geld von mir haben. Tut mir leid. Wow, was ist das denn, Herr Präsident? Das ist mein kleiner Garten, ne, kann man so sagen. Mein kleiner Oasis-Garten. Rüd, ausnahmsweise. Was ist das, Herr Präsident? Was ist das, Herr Präsident? Ich weiß, du kennst das nicht, du weißt jetzt... Was ist das hier? Nein, was ist das, Black? Es ist ein Schlafzimmer. Das ist kein Schlafzimmer, das ist... Was ist das, Herr Präsident? Da liegen einfach fünf Kissen übereinander nach uns. Ja, ist doch gut, oder? Guck mal hier. Mach mal die Augen zu. Ich weiß, du hast immer eine Dose geschissen und gepisst die letzten Wochen. Warte. Stopp. Und jetzt Augen auf. Wow. Herr Präsident, gehen Sie raus, Blech. Gehen Sie raus. Willst du duschen? Gut, Rüd, wenn was ist, dann kannst du mich anrufen. Ja, viel Spaß. Ich will Herr Präsident, ja. Ich gehe jetzt duschen. Ich mache mich direkt bettbereit, Blech. Ich danke Ihnen für diese Nacht, Herr Präsident. Da, wir sehen uns morgen früh zum Kaffee nachholen. Ich bringe Ihnen einen Kaffee. Ich schlafe bis 22 Uhr. Was für Argen, ach, wie Kaffee. Bitte, klopf nicht, mach die Tür nicht auf, gar nicht. Ich schließe die Tür ab. Ich schlafe bis 28 Uhr, der Kaffee. Sag Gute der Nacht, Kaffee Herr Präsident. Tür mit Salz, Tür mit Zucker, Tür mit Salz, Tür mit Salz, mit Salz, Salz, Salz. 8 Uhr morgens. Herr Präsident, ja. Nochmal, vielen Dank für alles. Kein Problem, Rüd. Ich meine das wirklich ernst, Herr Präsident. Ich weiß, alles gut. Ich meine das, nein, Herr Präsident. Ich meine das wirklich ernst. Alles gut, wirklich. Ich mag das gerne. Ich wünsche Ihnen. Sie sind mein bester Freund. Schlafen Sie gut, Herr Präsident. Schlafen Sie gut. Bis dann. Schlaf gut. Bis dann.